Besteht heute aus dem Spicy Thunder, und zwar mache ich da circa ein halbes Kilo von an. Einerseits, da wir uns im Winter befinden und das Futter recht hell ist, nehme ich dazu noch ein bisschen Erde. Einerseits färbt es mir das Futter passend dunkel ab, und zweitens setzt es mir den Sättigungsgrad herunter. Und als dritte in Kredenz hier, Spicy Gardon im Winter für auf Rotaugen, immer ein guter Lockstoff, der kommt auch noch mit dazu. Erde ist in dem Falle eine Torferde, die siebe ich vorher. Ich menge da auch circa ein halbes Kilo mit dazu, zu dem Futter. Die kommt vorher über ein Sieb, das ist in dem Falle ein 2 mm Sieb. Das Ganze mache ich aber mit einem Handschuh, dann habe ich gleich die Hände nicht so versaut. Das ist auch unbedingt notwendig, dass ihr das siebt. Denn manchmal hat man da richtige Knubbel drin und die möchten wir da nicht im Futter haben. Schöne lockere Erde. Das kommt gleich noch dazu. Und der halbe Kilo Spicy Thunder. Gröbere Stücke raus. Also, dass ich die ganz groben Stücke auch noch mal vorher komplett raussiebe, denn die Fische nehmen kaum noch was auf, wir wollen sie nicht übersättigen. Also trocken über ein 2 mm Sieb. Es bleiben, wie ihr seht, viele Partikel über, die wir nicht haben möchten. So. Jetzt haben wir die Erde und das Spicy Thunder, und die werden wir nachher zusammenmischen. Aber erstmal muss das Futter angerührt werden.
Unterhand habe ich das so, dass es etwas übernass angerührt wird. Wir lassen das jetzt auch gleich nochmal ziehen. Und beim zweiten Mal nässen werde ich es etwas übernass machen, weil die nachher zugefügte Erde nimmt dem Futter noch ordentlich Wasser und dann wird der Mix zu trocken. Deswegen ruhig das Futter etwas vorsichtig übernass machen. So, jetzt wird es erstmal ziehen. So, das Futter müsste jetzt einigermaßen durchgezogen sein. Wir werden es gleich nochmal sieben und etwas vorbereiten und zusammenmischen. Ich habe in der Zeit schon mal meine Montage angefertigt. Und zwar ist das hier eine ganz plumpe Schlaufenmontage, eine klassische, wie man sie schon ewig kennt. Ein kleiner Landi-Fiederkorb. Und das müsste hier heute reichen für die Rotaugenangelei. Und ich hoffe doch, dass ich was ranbekommen werde. So, aber jetzt weiterhin zum Futter. Das Spicy Thunder ist jetzt gut angefeuchtet. Ich werde jetzt noch einen ganz kleinen Tucken Wasser dazufügen. Vorher noch eine Prise von dem Spicy Gardon. Und etwas einmal durchgerührt. So, jetzt kommt noch mal die leichte Übernässe. Wenn wir dann gleich die Torferde dazufügen, damit sich das alles wieder ausgleicht. So, das geht jetzt noch mal über ein Sieb. So. Das ist schweinekalt. Also mich also ein bisschen beeilen, dass ich mich auch warm angeln kann. Schnell gemacht, geringe Mengen. So, jetzt haben wir also einerseits das Futter, einerseits die Torferde, beides schön gesiebt. Jetzt geben wir beide Sachen zueinander. Erde einfach nur noch unterheben. Dass beide Sachen schön miteinander vermischt sind. Von der Übernässe ist jetzt schon kaum noch was merkbar. Das Ganze hat sich jetzt schon wunderbar miteinander verbunden. Ist auch noch schön von der Konsistenz her. So, ich denke, damit werden wir es mal versuchen. Man sieht jetzt auch hier schön, dass das Helle von dem Spicy Thunder, von dem Futter, gar nicht mehr so aggressiv ist. Wie gesagt, wir haben ein recht klares Wasser. Das würde die Fische nur abschrecken. Deswegen durch die Torferde haben wir das alles schön dunkel gekriegt. So. Und dann denke ich, werden wir es damit mal probieren. Bis gleich. Thank you.
schweinekalt heute. Wie ich schon anfangs sagte, um die 0 Grad. Nebelig. Und ich versuche jetzt ein paar Rotaugen zu kriegen. An Haken kommen 2 Pinkies. 20er Haken, 10er Vorfach, 60 cm lang. So probiere ich es erstmal aus. Die Spitze, in dem Falle hier an der Sphäre, ist eine 0,5 Unzen Glasspitze. Ein paar Pinkies im Futter, beziehungsweise im Futter-Erde-Gemisch. So, jetzt geht der Landi ab ins Wasser. Nächster Wurf, Erde-Futter-Gemisch, 2 Pinkies. Noch sind sie scheinbar nicht am Platz. Bin aber guter Dinge, vielleicht wird es gar nicht so lange dauern. Da war die erste Aktion an der Spitze. Sind also Rotaugen da. Im Winter sind sie nicht so aggressiv, die packen nicht gleich sofort zu. Das erste kleine Rotauge hängt schon am Band. Ein kleines Mini-Rotauge. Besser wie gar nichts. Wie gesagt, wir sind im Winter. Wir haben es 0 Grad. Ich freue mich über jeden Fisch. So, wieder 2 Pinkies an Haken. Das Erde-Futter-Gemisch drücke ich auch kaum rein. Das ist gerade so, dass es überhaupt in dem Korb drinne bleibt. Wir haben also da hinten keine große Tiefe. Es kann also noch schön eine kleine Wolke, eine kleine Säule schmeißen. Ich denke mal, das ist nicht verkehrt. Am Haken und ein paar im Korb. Stehen doch also ein paar mehr Rotaugen da, wie ich dachte. Die wollen wir uns natürlich auch halten.
Wölfe sind auf jeden Fall da. Nur die nehmen nicht aggressiv den Köder auf. Ich werde jetzt auch noch mal mit ein bisschen Dips arbeiten. Einfach die Pinkies vorher noch mal eindippen. Bubblegum, warum soll es nur im Sommer funktionieren? Die Ausschläge an der Spitze sind kaum zu sehen. Das sind 1-2 Millimeter, die sie sich bewegt. Das ist unglaublich, ist das? Ich fische schon bereits eine fast durchgehende geflochtene Schnur. Circa 2 Meter Monoline sind noch da dran zum Schluss. Sehr, sehr kleine Rotaugen. Aber sie kommen. War jetzt mal drei Pinkies dran.
wunderbar zu sehen gewesen. An der 05er Spitze sieht man auch wirklich die kleinsten Zupferchen. Also für den Winter ideal. Und wieder kommt ein Rotauge angeflogen. Ich kriege Biss auf Biss. Die Rotaugen haben sich also voll auf den Erde-Futter-Mix draufgestellt. Das klappt wunderbar, ist also gar kein Problem, es sättigt auch nicht. Das sehe ich daran, dass die Fische wirklich auf dem Futterplatz drauf bleiben, jetzt schon eine ganze Weile. Das klappt ganz gut. Ja, also eine schöne Alternative für den Winter, dass man nicht mit dem vollen Sättigungsgehalt des normalen Futters angelt, sondern wirklich einfach mal mit ein bisschen Erde abmischt und somit den ganzen Nährwert runtersetzt und sich somit wahrscheinlich dann die Rotaugen länger am Platz hält. Somit sind die halt nicht so schnell satt und eben halt länger da. Und sie nehmen wahrscheinlich euren Köder viel schneller. Ja, probiert das mal aus. Bis zum nächsten Mal.